Wir lernen immer am besten über das Beispiel. Gegeben sind zwei Geraden, G und H, und wir wollen das ganze Verfahren einmal mit Hilfe dieser beiden Geraden G und H konkret durchführen. G und H haben einen Stützvektor jeweils und einen Richtungsvektor. Die Frage zunächst einmal ist also die nach der Parallelität. Sind die beiden Geraden parallel oder sind sie nicht parallel? Man erkennt sofort auf den ersten Blick, sie sind auf keinen Fall parallel, indem wir nämlich den Richtungsvektor der Geraden G vergleichen mit dem Richtungsvektor der Geraden H und dabei sehen, es gibt keine Zahl, mit der ich den Richtungsvektor von G multiplizieren kann, um auf den Richtungsvektor von H zu kommen. Ich dürfte nämlich eigentlich, wenn ich den zweiten Eintrag anschaue, höchstens wieder 1 multiplizieren, damit ich die 3 hier nicht verändere, aber dann müssten die beiden ersten, der erste und der dritte Eintrag, identisch sein mit dem ersten und dritten Eintrag des zweiten Richtungsvektors und da sehen wir, das funktioniert nicht. Wollte ich den ersten Eintrag, den x-Wert, angleichen, müsste ich hier mit 4 multiplizieren. Dann hätte ich hier zwar die 4 erreicht, aber 4 mal 3 ist 12, dann habe ich schon beim zweiten Eintrag das nicht erreicht, was ich erreichen wollte. Also diese beiden Richtungsvektoren sind nicht Vielfache voneinander. Heißt, sie sind also nicht parallel, die beiden Geraden. So, jetzt kommt der Punkt, wo wir wissen, entweder sind sie windschief oder sie haben einen Schnittpunkt. Um diesen möglichen Schnittpunkt herauszubekommen, werde ich, wie wir das in der Mittelstufe kennengelernt haben, die beiden Geraden gleichsetzen, die beiden Geradengleichungen. Das heißt, ich habe die Gerade G ist gleich Gerade H. Stützvektor, Richtungsvektor, Richtungsvektor. Und ich muss allerdings die Variable hier noch umbenennen, sonst habe ich zweimal das T, aber das sind ja womöglich zwei unterschiedliche Zahlen, die hier stehen. Dieses T ist ein anderes T, als was am Ende dann hier stünde, ja, um einen gemeinsamen Punkt darzustellen. Deswegen brauche ich eine andere Variable, ich nenne sie hier mal S. So, dazwischen das Gleichheitszeichen. So, wir werden jetzt die beiden Stützvektoren miteinander verrechnen. Ich bringe diesen Stützvektor auf die rechte Seite und den Richtungsvektor mit dem T bringe ich auf die linke Seite. Wenn ich das jetzt vereinfache, dann sehe ich, ich habe also S mal 1, also ein S, und das schreibe ich jetzt nicht mehr in Vektorschreibweise, sondern als Gleichungssystem. Das habt ihr gelernt, wie das funktioniert. Ich habe also 1 mal S, 3S und 2S, minus, jetzt kommt dieser zweite Richtungsvektor, den habe ich aber abgezogen, minus 4T, minus 3t und minus minus 6t sind plus 6t. Und hier steht die Differenz der Stützvektoren. 10 minus 2 sind 8, 2 minus minus 4 sind 6 und 12, minus 12 und minus 5 sind minus 17. Nun habe ich also drei Gleichungen und zwei Unbekannte. Und ihr wisst, jetzt ist dieses System muss nicht eindeutig lösbar sein. Ich habe drei Gleichungen und zwei Informationen und ich könnte ja allein schon über zwei Gleichungen zwei Informationen rausbekommen. Das heißt, ich könnte einfach diese dritte Gleichung streichen, würde schon für S und T einen Wert herausbekommen. Und dann ist immer die spannende Frage, wenn ich S und T herausbekommen habe, ob mit zwei Gleichungen, ob in der dritten Gleichung dann im Einsetzen dieser beiden Variablen in der Tat eine wahre Aussage kommt. Das sehen wir gleich. Dividiere die zweite Gleichung durch die 3, sodass ich hier in der zweiten Gleichung s minus t gleich 2 habe. Verrechne nun jetzt die erste und die zweite Gleichung miteinander und komme auf minus 3t gleich 6. Das heißt, ich weiß, dass t gleich minus 2 ist. So, t minus 2 wird also jetzt in die
zweite Gleichung eingesetzt, damit ich das S herausbekomme. Die zweite Gleichung liefert mir S gleich 0. Ich habe also jetzt T und S herausbekommen und in der dritten Gleichung müsste jetzt tatsächlich eine wahre Aussage dastehen. Das heißt, ich setze jetzt mal das T gleich minus 2 in die dritte Gleichung ein und die 0 auch in die dritte Gleichung ein und das stelle ich fest, da steht minus 12 gleich minus 17. Das heißt, die ersten beiden Gleichungen haben mir noch Werte geliefert, aber in der dritten Gleichung verhageln es mir diese Ergebnisse. Das heißt, ich finde keine zwei Zahlen R und S, mit alle drei Gleichungen gleichermaßen gelöst werden können. Was heißt das jetzt geometrisch? Das heißt, dass ich kein R und kein S finde, sodass ich hier einen gemeinsamen Vektor, also einen gemeinsamen Punkt darstellen kann. Geometrisch heißt es also, Sie haben keinen Schnittpunkt, also sind Sie windschief.